Herzlich willkommen bei girlsandgames.de. Ich bin Miri. Und ich bin Diana. Und wir spielen heute für euch das Kochspiel Justin Bieber Vergiftung. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, hat Justin Bieber sich nämlich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Das ist natürlich gar nicht schön und da sind wir jetzt und ihr als Spieler, als seine Leibköche gefragt. Wir müssen ihm jetzt nur noch ordentliche Sachen kochen, dass er sich nicht nochmal eine Vergiftung zuzieht und dass es ihm besser geht. Genau, deswegen backen wir jetzt mit ihm zusammen eine Pizza. Ne? Lecker. Dann hier zeigt der Finger auf das Messer, also werde ich mal das Messer nehmen und hier, oh, das ging aber schnell. Die rote Zwiebel. Rote Zwiebeln sind sehr lecker, die sind viel milder im Geschmack. Das ist jetzt gut für Justin. Das stimmt, dann stinkt er auch nicht so. So, jetzt. So, was machen wir da? Muss ich hier das Sieb nehmen? Na, schau mal, das ist die Shampoos im Hintergrund. Oh ja, hier, da hinten. Ordentlich. Da. Guck mal, er geht auch immer mit, wo ich hingebe, der Maus. Ja, der kocht ja auch mit uns. Der ist jetzt wirklich vorsichtig mit seinem Essen hier. Ja, ist nicht das Salz. Der beobachtet uns die ganze Zeit. Der schaut uns auf die Finger. Dass wir auch wirklich alles richtig machen. Was haben wir da? Salz? Salz kommt jetzt noch hinzu. Oh, das ist aber ganz schön viel Salz, oder? Hefe. Brauchen Hefe. Wir auch. Ja. Klar. War klar. Hefe. Und jetzt muss ich Jan, was ist Spaten das? Nehmen. Das ist doch dieser Teig. Schaber, oder? Nein, aber dieses... Ah, jetzt kommt das erst rein. Was ist das denn? Ist das Zucker? Zucker? Ja, Zucker kommt auch in Teig. Damit die Hefe besser gehen kann. Ja, aber nicht so viel. Hast du noch nie einen Pizzateig gemacht? Doch, letztens erst. Natürlich darf das Öl nicht fehlen. Olivenöl oder? Muss es natürlich sein. Schön gutes Olivenöl. Wasser? Heißes Wasser? Nicht Dampft. Zu heiß, sonst stirbt die Hefe ab. Und den Spaten. So, jetzt... Ging ja fix. Kneten. Ah. Durchkneten, jetzt ist er rund. Und jetzt ausrollen. Gott sei Dank müssen wir ihn jetzt nicht erst gehen lassen, wie das so normal ist. Ja. Wir haben die Zeit vorgespult. Noch mehr Mehl. Ach, das war Mehl. Ich habe vorhin Salz gesagt, glaube ich. Ja. Das wäre ein bisschen arg viel Salz dann gewesen. Ja, das muss man wirklich sagen. Ja. Ich habe mir gedacht, das geht jetzt ziemlich flott durch das Spiel. Ja, hier. Jetzt sind wir schon bei der Tomatensauce. Viel Tomatensauce. Oh, ich kriege auch Lust auf Pizza. Ich auch. Wir haben ja gleich Mittagspause. Gott sei Dank. Achso, ich muss das jetzt hier verteilen. Ah, okay. So. Und jetzt, Mozzarella. Mozzarella. Ein ganzer Batzen. Und jetzt natürlich noch hier. Salami. Da stand Pepperoni. Ja, Salami heißt auf Englisch Pepperoni. Echt? Ja. Oh, wieder was gelernt. Vielleicht das ist auch Pepperoni auch sehr irritiert. Nee, es ist also heißt es denn eigentlich Salami? Pepperoni Salami heißt Salami Pepperoni. Ja. Okay, gut. Dann hier noch die roten Zwiebeln, die wir vorhin klein geschnibbelt haben. Und noch mehr Salz, das ist aber nicht besonders gut für Justins Blutdruck, möchte ich dazu mal anmerken. Ach, Salz ist doch gut. Schön würzen, damit die Pizza auch schmeckt. Wenn nicht, dass sie lasch. Die schmeckt natürlich, wenn wir sie gebacken haben. Ja, stimmt. So, jetzt sehe ich mal hier den Löffel und tunk den ins Olivenöl. Okay. Noch Öl auf die Pizza noch drauf. Machst du das auch immer? Nee. Eigentlich nur den Teig. Das reicht dann schon. Eigentlich schon, ne? So, jetzt haben wir hier den Mikrowellenbackofen. Zumindest sieht es so aus. Und den öffne ich jetzt und schieb mal die Pizza rein. So, natürlich noch anschalten nicht vergessen. Sonst können wir hier Stunden warten. Das sieht doch lecker aus. Pizza ist auch schon fertig. Zack. Jetzt muss ich hier das Messer nehmen. Guck mal hier. Und in mundgerechte Stücke für Justin schneiden. Er kriegt nur ein Stück. Das ist aber ein ganz schön großes Stück, also da kann er sich nicht beschweren. Das mache ich jetzt hier auf den Teller. Oh, jetzt sogar mit Salat angerichtet. Schön dekoriert. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt hoffen wir mal, dass es dem Justin Bieber auch schmeckt. Ne? Und dass es ihm bald besser geht, natürlich. Wenn nicht, dann kriegt er ein Problem mit uns, wenn es ihm nicht schmeckt. Aber wirklich, wir haben uns so viel Mühe gegeben. Ja, das denke ich auch. Okay, dann hoffen wir auch, dass es euch gefallen hat und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, das Spiel zu spielen und Justin Bieber wieder gesund zu machen und von seiner Lebensmittelvergiftung wegzukommen. Dann findet ihr den Link unter dem Video. Und ja, und dann wünschen Diana und ich euch noch einen sehr schönen Tag und natürlich viel Spaß beim Spielen. Ganz viel Spaß, bis zum nächsten Mal.